meine Lieben. Wie ihr mitbekommen habt, haben wir bei der EDD immer noch ein Stückchen mehr zu bieten. Und heute werde ich euch ein bisschen was über unseren tollen Garten erzählen. Ihr denkt euch so, was? Garten? Ja, ganz genau. Wir haben einen ganz tollen Garten, der sich übrigens zwischen Peter Kuhnhaus und Albert Schweitzerhaus befindet. Unser Garten ist ein echter Demenzgarten, den wir für verschiedene Zwecke nutzen. Es werden verschiedene Gruppenangebote von den Alltagsbegleitern durchgeführt und dazu gehört zum Beispiel Kraftballonstraining. Das wird hier von Uwe Kaminski gemacht. Da werden die Bewohner dazu motiviert, einmal ein bisschen die Knochen durchzubewegen, mal ein bisschen Sport zu treiben. Oder wir haben zum Beispiel im Peter Kuhnhaus auf der ersten Etage, wie ihr schon gesehen habt in eins meiner Videos, eine Gehörlosenstation. Und da haben wir natürlich nicht nur gehörlose Bewohner, sondern auch Hörende, die aber sehr interessiert daran sind, die Gebärdensprache zu lernen. Und das wird auch von Uwe Kaminski gemacht und findet dann an sonnigen, warmen Tagen auch in unserem Garten. Wir bieten aber natürlich auch andere Aktivitäten an. Und zwar finden da unter anderem zum Beispiel Grillfeste statt. Wir haben zwischendurch Mitarbeiter oder auch externe Menschen, die auch gar nicht zum Werk gehören, die zwischendurch Stände aufbauen, wo die Bewohner die Möglichkeit haben, Kleidung zu kaufen, Schuhe zu kaufen. Oder wir haben auch einen Stand mit verschiedenen Parfüms und was man halt so braucht als Frau oder Mann. Das war wieder zu viel Aufzählung. Okay, aber mach den Lacher wenigstens rein, damit es lustig wird. Okay. Dann haben wir vor Weihnachten, das ist auch sehr, sehr berühmt bei den Bewohnern, einen Adventsmarkt. Ich will euch aber jetzt nicht großartig hier voll labern. Also, wir gucken uns das einfach jetzt gemeinsam an. Mit insgesamt über 200 Pflegeplätzen teilen sich unsere Einrichtungen, das Peter-Kuhn-Haus und das Albert-Schweitzer-Haus, nicht nur die direkte Nähe auf unserem großen EDD-Gelände. Die beiden Häuser teilen sich zudem noch einen großen Demenzgarten. Der nennt sich zwar Kraut und Rüben, ist aber viel ordentlicher, als der Name vermuten lässt. Also kommt mit! Ja, das ist unser schöner Garten hier. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch für die Bewohner, vor allem im Sommer, den schön zu nutzen. Die frühstücken, essen Mittagessen oder trinken Kaffee hier zusammen, auch mit den Mitarbeitern. Ja, hier haben wir zum Beispiel unsere Vögelchen. Es wird hier alles regelmäßig gesäubert, die werden regelmäßig gefüttert. Von den Mitarbeitern natürlich, da wird sich dann untereinander abgesprochen. Ja. Hier kommen die Bewohner vor allem sehr, sehr gerne hin. Da haben die auch Bänke, setzen sich gerne hin und beobachten dann. Hier haben wir auch eine Besonderheit, die zu unserem Garten zählt. Hier kommen auch die Bewohner und die Mitarbeiter oder die Angehörigen auch gerne hin und schauen sich einfach mal die Kunst an. Hier haben wir noch unser Häuschen. Da werden viele wichtige Sachen gelagert, die wir zum Beispiel zum Lagerfeuer brauchen. Oder generell, wenn hier irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, was man halt in so einem Gartenhaus lagert. Ja, kann man so ein bisschen sehen. Da ist sogar einiges von Kunst drin, sehe ich gerade, was die Bewohner bemalt haben. Vielleicht haben wir hier bald etwas Neues im Garten. Hm.
Ja. Dann haben wir hier einmal einen Tisch. Da hinten haben wir auch noch mal einen, sodass es hier viele Möglichkeiten gibt für die Bewohner, sich hinzusetzen mit den Angehörigen und nicht, dass man da irgendwie jetzt sich rumstreiten muss, wer sitzt wo und da sitze ich und da will ich hin, sondern viele Möglichkeiten, dass die sich aufteilen können. Ja, also hier haben wir auch noch mal eine Bank, wo man sich schön hinsetzen kann. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Also sieht ja total toll aus. Ich selber würde da jetzt nicht drauf kommen. Sogar so ein Herzchen hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob man das so von der... Guck mal so. Ja, schön. Gibt irgendwie dem Garten auch noch mal irgendwie so einen künstlerischen Touch. Unseren Demenzgarten Kraut und Rüben gibt es bereits seit 2007. So lange schon dient der Ort für unsere Bewohner als Oase des Friedens, der Sinne und Lebensfreude anregt. Für unser schönes Miteinander zwischen Bewohnern und Mitarbeitenden ist unser Demenzgarten wirklich eine tolle Location, in der wir uns alle sehr wohlfühlen. Mehr Infos zu unserem Demenzgarten und vielen, vielen weiteren tollen Angeboten und Leistungen der EDD findet ihr auf unserer Homepage edd.de.